Guten Abend aus Finale Ligure in Italien. Ich bin gerade auf einem Bosch-Event, wo man den nagelneuen CX Race Motor vorgestellt hat, beziehungsweise Bosch Performance Line CX Race Limited Edition, wie er, glaube ich, komplett heißt. Wir sind den Motor jetzt gerade, ich komme gerade vom Testride zurück, wir waren 3 Stunden damit unterwegs. Gibt einiges Spannendes an technischen Daten. Ihr seht, er hat eine andere Farbe. Auch drin hat sich ein bisschen was verändert. Es ist aber, so will gleich mal vorneweg, ein spezielles, sehr nischiges Produkt. Nicht für die breite Masse. Was es damit auf sich hat, ich erzähle es euch. Ja, wer den E-Mountainbike-Markt in den letzten 2-3 Monaten ein bisschen verfolgt hat, der dürfte nicht allzu überrascht sein von dem, was ich hier in der Hand halte, und zwar dem neuen CX Race Motor. Denn spätestens seit der Eurobike haben es die Vögel ja schon so ein bisschen von den Dächern gepfiffen, die Spatzen, die Vögel. Irgendwie, es wurde gemunkelt, dass Bosch einen neuen Motor rausbringt. Es gab ja diesen R-König, den wir auch gezeigt hatten im Video, in einem Bullsrad. Von dem her, auch wenn es den einen oder anderen nicht mehr überrascht, ist es trotzdem ein super, super spannendes Produkt. Ja, was hat es denn damit genau auf sich? Er heißt ja Bosch Performance Line CX Race Limited Edition. Dröseln wir das mal auf, weil ich glaube, dann kommen wir dem schon relativ nahe, was es denn eigentlich ist. Also Bosch Performance Line CX ist nach wie vor im Namen, das ist auch so gewollt von Bosch. Es ist ein CX-Motor, also fast. Das heißt, die Grunddaten, die technischen Daten, die sind identisch zum Bosch Performance CX. 85 Newtonmeter maximales Drehmoment, auch die Peak-Leistung soll gleich sein. Verändert hat sich das Gewicht ein bisschen nach unten. Hier sind wir bei 2,75 Kilo ungefähr, sagt Bosch. Das heißt, so, wir sind um die 150 Gramm leichter als der reguläre CX. Das Gehäuse hat eine andere Farbe. Ihr seht, das ist so ein Grauton jetzt. Das täuscht, also beziehungsweise das suggeriert ja, dass das Gehäuse die große Änderung ist. Zum CX ist aber gar nicht so. Das Gehäuse ist eigentlich gleich, bis auf die Farbe. Die Gewichtsersparnis ist im Inneren. Wie genau Bosch das gemacht hat, wollte man uns nicht verraten, obwohl wir ein paar Mal nachgefragt haben. Also da hat man im Inneren optimiert, Getriebe, ich weiß es nicht genau, vielleicht Toleranzen optimiert, andere Materialien eingesetzt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall konnte man so 150 Gramm sparen. Das ist also der erste Unterschied zum regulären CX. Der größere Unterschied, der ist bei der Software. Und zwar haben wir jetzt exklusiv in diesem Motor einen sogenannten Race-Modus. Dieser Race-Modus, zum einen hat er eine maximale Unterstützungsleistung von 400%. Der reguläre CX hat im Turbo-Modus ja 340%, wenn ich mich richtig erinnere, 360, auf jeden Fall mehr. Das heißt, die Unterstützungsleistung eures Inputs ist höher, auch wenn die Peak-Leistung gleich ist. Das heißt, er gibt mehr dazu, begrenzt aber quasi an derselben Stelle. Das ist der erste Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist, dass man ihn auf höhere Kadenzen optimiert hat. Also hier kann man jetzt auch 110, 120 oder noch drüber hinaus treten und er liefert nach wie vor sehr gute, sehr kräftige Unterstützung. Und das vielleicht wichtigste Feature meiner Meinung nach ist der Extended Boost, der jetzt hier noch verlängert wurde. Also den Extended Boost kennen viele von euch wahrscheinlich schon vom EMTB-Modus. Das ist dieser zusätzliche Push, den der Motor gibt, wenn man quasi in die Pedale tritt, um über Hindernisse zum Beispiel nochmal drüber zu kommen. Wenn eine Stufe ist im technischen Uphill, kann man nochmal so eine kurze Kurbelbewegung machen und der Motor schiebt quasi noch über diesen Impuls hinaus, damit man halt, ja, dass er diesen extra Push gibt, um über Hindernisse zu kommen. Oder wenn man nicht treten kann, wenn es super eng ist, haben wir heute mal ausprobiert. In so einem kleinen Canyon, wo gar kein Platz ist, um die Pedale quasi zu bewegen. Da kann man einfach nur so mit Tippelbewegungen jetzt den Berg hochfahren. Und dieser Extended Boost, der ist beim Race-Modus jetzt doch mal erweitert worden und ist länger. Und das klingt nach wenig, was die Veränderung angeht. Ich sag's euch aber, in der Praxis ist es ein richtig krasser Unterschied. Komme ich aber gleich noch zurück.
Und was man auch verändert hat, ist das Ansprechverhalten. Der Motor, beziehungsweise in dem Race-Modus, ist der Motor, wenn man es negativ sagen wollte, nervös. Der ist einfach sofort da, also immer. Wenn man aus einer Kurbel rausfährt zum Beispiel und wieder reintritt, der nimmt sich nicht mal die kleinste Millisekunde Zeit, sondern ist sofort da und liefert wieder Leistung. Und das ist auch auf dem Trail gewöhnungsbedürftig zuerst, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, wenn man da tritt und gerade mal kurz rausnimmt, wieder reintritt und so weiter. Gerade mit den 400% Unterstützungsleistung, das ist ein ganz schön unruhiges Fahrverhalten, wenn man es nicht gewohnt ist, beziehungsweise wenn man es nicht einzusetzen weiß. Und das ist auch die Besonderheit an dem Motor. Denn da komme ich jetzt zu dem Namenszusatz Limited Edition. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Motor irgendwie nur 6 Monate erhältlich ist oder nur 500 Stück oder so, sondern es heißt, dass Bosch diesen Motor auch nur in limitierter Stückzahl an die verschiedenen Fahrradhersteller rausgegeben hat, um ihn zu verbauen. Denn Bosch ist ganz klar bewusst, dass das ein sehr spezielles Produkt für einen ganz kleinen Käuferkreis und eine sehr nischige Zielgruppe ist. Und zwar den E-Racing-Bereich, der ja existiert und auch wächst, aber halt immer noch relativ klein ist. Es gibt die EWSE, wir sind hier jetzt im Finale Ligure, jetzt kommendes Wochenende ist die EWSE, wem das nichts sagt, das ist die Enduro World Series E. Also Enduro World Series ist quasi so die größte und bekannteste Enduro-Rennserie. Und da gibt es jetzt seit letztem oder vorletztem Jahr quasi auch eine E-Mountainbike-Variante. Das ist ein Teil, es gibt die Bosch EMTB Challenge. Also es gibt durchaus einige Rennformate, die interessant sind, aber müssen wir uns nichts vormachen, es ist immer noch ein relativ kleiner Markt. Aber genau für diese Zielgruppe ist halt dieser Motor auch gemacht. Und für diese Zielgruppe, jetzt ist mir hier der Stopfen rausgefallen, genau für diese Zielgruppe ist dieser Motor auch gedacht. Und ja, nochmal zurück zu dieser limitierten Stückzahl. Sorry, ich springe jetzt gerade ein bisschen, ich war gerade 3 Stunden Radfahren, das ist ein bisschen, muss mich erstmal kurz sortieren, weil Bosch eben sagt, sie wollen nicht, dass dieser Motor in Anführungszeichen jedem EMTB verbaut wird, sondern der soll wirklich in E-Racing-tauglichen E-Mountainbikes verbaut sein. Was die Hersteller dann am Ende draus machen, das werden wir sehen. Wie gesagt, ich weiß, es wird das Bullsonic Evo AM, doch das Bullsonic Evo AM Team, genau, da ist er verbaut. Es wird ein Scott geben, das weiß ich. Also da kommen, man hat uns gesagt, ungefähr 20 Hersteller haben diesen Motor quasi gekauft von Bosch. Das heißt, von 20 Herstellern werden wir Modelle mit diesem Antrieb sehen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was bringt mir das, interessiert mich das überhaupt, das ist ganz schön unspektakulär, dann seid ihr wahrscheinlich nicht die Zielgruppe für diesen Motor, muss ich euch ganz klar sagen. Denn da kommen wir jetzt auch so zur Praxis. Wir waren jetzt hier gerade unterwegs auf den Trails, hier rund um Finale. Und ich würde mich jetzt einfach mal so als durchschnittlich guten E-Mountainbiker bezeichnen. Ich bin kein Profi. Ich bin nicht mal ein sehr guter E-Mountainbiker. Insofern muss ich sagen, ich war in dem Race-Modus anfangs, als ich ihn nicht gewohnt war, hat er mir mehr geschadet, als dass er mir geholfen hat, weil ich war wirklich überfordert. Ich bin wie so ein Ping-Pong-Ball über diesen Trail geflogen, weil der Motor reingehauen hat, ohne Ende, mich hochgeschoben hat, Sachen, wo ich gedacht habe, scheiße, es geht schief, da komme ich nicht hoch. Der Extended Boost hat dann dazu geführt, dass dieser Motor immer weiter geschoben hat, auch in Situationen, wo ich gar nicht wollte, dass er weiterschiebt, weil ich eigentlich am Limit war oder mir das erstmal angucken wollte. Also ich will das gar nicht kritisieren, sondern ich will euch nur irgendwie so ein bisschen näher bringen. Es ist ein spezielles Fahrverhalten für eine ganz spezielle Gruppe, die das handeln kann, um eben die Sekunden, die Zehntelsekunden rauszukitzeln, die bei so einem EWSE-Rennen zum Beispiel relevant sind und zwischen 10. Platz und 5. Platz entscheiden oder zwischen, egal, 50. Platz und 40. Platz. Es geht wirklich um Zehntelsekunden, um Sekunden, die man durch diesen Antrieb dann noch rauskitzeln kann. Vorausgesetzt, man hat die entsprechenden Fähigkeiten, damit umzugehen.
Aber ich muss auch dazu sagen, es war am Ende, und es waren ja nur 3 Stunden, bin ich wesentlich besser damit zurechtgekommen und habe es teilweise fast schon genossen, diesen Extended Boost, der mich dann ganz schön über Sektionen drüber geschoben hat, ehrlich gesagt, wo ich nicht so richtig wusste, wo ich meine Pedale unterbringen soll. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Links ein Stein, rechts ein Stein, Graben, wie auch immer. Und ihr schon drauf zufahrt und denkt, scheiße, ich bleib hängen mit den Pedalen. Muss man sich hier gar nicht so viele Gedanken machen, weil der so lange in Anführungszeichen nachschiebt, dass ihr fahrt drauf zu, guckt euch das an, wählt eure Linie, gebt ihm diesen einen Kick und lasst den Motor schieben und konzentriert euch auf eure Linienwahl. Und wenn ihr merkt, er lässt ein bisschen nach, reicht es, wenn ihr nochmal einen Kick gebt und er schiebt euch den Rest quasi drüber. Und wenn man das handeln kann, ist das richtig, richtig cool. Und da muss ich auch noch mal kurz einen Bogen zurückspannen, denn E-Racing, das klingt jetzt so, gerade dieser Extended Boost klingt ja fast schon nach einem unfairen Vorteil, muss man ja ganz klar sagen. Ich meine, im Freizeitbereich ist es ja in Anführungszeichen wurscht, aber im E-Racing muss ja auch ein gewisses Reglement da sein, von wegen, hey, was darf so ein Motor, darf der überhaupt so stark sein, darf er nachschieben, wie auch immer. Und es gibt Normen, 2 Stück. Die Zahlen sind mir jetzt gerade entfallen, es tut mir leid. Aber es gibt quasi Normen, in denen festgelegt ist, wie sich so ein Motor bzw. so ein E-Mountainbike in einem Racing-Kontext, also von der UCI, vom Weltradverband, verhalten darf. Und dieser Motor entspricht diesen Normen. Muss man klar sagen, er lotet die Grenzen aus von dem, was legal in Anführungszeichen ist und machbar. Aber mei, das ist Fair Game, das ist in jeder Sportart so, dass man die Grenzen auslotet. Und das macht dieser Motor. Genau, das hatte ich am Anfang vergessen. Aber nochmal zurück zum Praxiseindruck. Was mir ganz extrem geholfen hat, das haben mir dann die Jungs von Bosch einfach Tipps gegeben. Die haben auch gesehen, dass ich so ein bisschen am kämpfen bin mit dem Rad und dem Motor und haben gemeint, hey, mach mal die Flow-App auf, verbind dein Rad mal und geh mal bei der Dynamik im Race-Modus, weil den kann man auch individualisieren in der App, geh mal mit der Dynamik ein bisschen runter. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin jetzt den Großteil vom Loop mit Dynamik auf -3 oder -4 gefahren und das war für mich genau das Richtige, weil dann war der Motor nicht mehr ganz so nervös, nicht ganz mehr ganz so quirlig, nicht so, für mich besser handelbar und ich hatte aber trotzdem eben noch diese 400% Unterstützungsleistung und eben diesen Extended Boost, der mir oft ganz schön geholfen hat. Von dem her war das für mich ein guter Mittelweg. Okay, ich war jetzt im neuen Race-Modus und was tatsächlich, außer dass ich die ganze Zeit mit den Pedalen angehe, ziemlich geil ist, ist dieser längere Extended Boost. Er ist einerseits zwar gewöhnungsbedürftig, andererseits funktioniert es aber in so technischen Abwegschichten super gut. Und da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Wir fahren jetzt hier gerade unsere Loops. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe jetzt in der Flow-App den Race-Modus auf -3 gestellt bei Dynamik, weil er mir auf 0 zu nervös war. Das kann ich nicht handeln, was nicht am Race-Modus liegt, sondern eher an meiner Fahrtechnik. Der Komfortathleten wahrscheinlich etwas besser damit zurecht. Aber gut, schauen wir mal. Okay, wir probieren das jetzt mal. Ich bin es gerade, ich schwöre es euch, komplett hochgefahren, ohne den Fuß abzusetzen. Hatte die GoPro natürlich nicht laufen. Werde es jetzt noch mal probieren. Und wie gesagt, der Race-Modus. Für mich ist das große Feature nicht die Unterstützung, sondern dieser längere Extended Boost, der wirklich euch Stufen hochschiebt, wo ihr sonst gar nicht mehr pedalieren könntet. Okay, jetzt muss ich mal Ruhe walten, jetzt muss ich mich konzentrieren hier. Tatsächlich funktioniert und wie ihr es gesehen habt,
ich habe mich schon ab und zu verpedaliert, mit den Pedalen Mist gebaut, aber der Boost hat mich gerettet und das ist schon krass, auch bei solchen Geschichten. Und oben, ohne dass ich treten musste. Also boah, anfahren. There we go. Boah. How is the rock doing? Ansonsten muss ich sagen, hat sich wenig verändert und ich sag's ganz ehrlich, ich kann vielen von euch, die dieses Video jetzt gerade gucken, den Motor jetzt nicht empfehlen. Was heißt, ich kann ihn nicht empfehlen? Wenn ihr euch ein Rad verguckt habt, wo der verbaut ist, go for it. Nehmt ihn, ihr müsst ja nicht im Race-Modus fahren. Ihr habt alle Modi, die ihr kennt, Tour Plus, EMTB, Turbo und so weiter. Voll gut, aber das Rad extra wegen dem Motor und wegen dem Race-Modus zu kaufen, sage ich jetzt mal, wer das braucht, der weiß das. Und der weiß es jetzt schon. Der musste jetzt die letzten 10 oder 15 Minuten von dem Video nicht gucken. Insofern ist es für mich, ehrlich gesagt, so ein Produkt, was auch so ein bisschen zum einen zeigt, wo Bosch sich auch ein bisschen positionieren möchte und sich auch sieht und sagt, hey, wir wollen nicht nur die Tourenräder bauen und so weiter, wir wollen wirklich in den Sport, in die Spitze dieses Bereichs. Und auch so ein bisschen ein Commitment und ein Fingerzeig von wegen, hey, uns ist das wichtig, wir wollen dieses Thema voranbringen. Und in der Hinsicht hat mich dieses Produkt an den ersten Cargoliner erinnert. Das ist ja auch schon eine ganze Weile her, den Bosch damals vorgestellt hat und das ist zwar 3, 4, 5 Jahre her, ich weiß es nicht genau. Und damals waren Cargo-Bikes eine Randerscheinung, auch E-Cargo-Bikes. Und weit davon entfernt, was sie heute sind, wo man in den Nachrichten sieht, Tageszeitung, Schlagzeilen, auf der Eurobike gibt es ganze Hallen voller Cargo-Bikes und so weiter. Auch damals hat Bosch gesagt, okay, das ist ein Commitment von uns, es ist momentan noch eine Nische, aber es ist uns wichtig, den Bereich wollen wir voranbringen und hat halt den Cargoline auf den Markt gebracht. Und natürlich will man auch als Erster dort im Markt mitspielen und Geld verdienen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und genau so sehe ich den CX Race auch. Es ist ein sehr spezielles Produkt für eine ganz kleine Zielgruppe. Technisch mega interessant. Hat mir jetzt heute auch zum Fahren richtig Spaß gemacht. Aber für die meisten Leute reicht der ganz normale CX vollkommen aus. Denn ganz ehrlich, wenn man irgendeinen Trail, auch einen technischen Trail, nicht hochkommt, da ist meistens nicht der Motor der limitierende Faktor, sondern ja, die Beine, die Arme, eure Skills, meine Skills. Von dem her, wo die Technik limitiert, da hilft der neue Race-Motor. Ansonsten reicht euch in Zukunft wahrscheinlich auch der normale CX, auch wenn der hier wirklich richtig cool ist. Ja, das ist so ein bisschen mein Fazit dazu. Und zwei Fragen an euch hätte ich noch. Und zwar zum einen dieses E-Racing-Thema. Interessiert euch das? Ist das was, wo ihr sagt, hey, macht mal bitte ein bisschen was dazu. Wie gesagt, diese Normen, auch die Rennformate, die es gibt, können wir gerne machen. Ich bin mir einfach nur nicht sicher, ob euch das interessiert, ob sich das lohnt. Lasst gerne einen Kommentar dazu da. Und ich würde die nächsten 2, 3 Wochen, je nachdem, wie die Pressemeldungen reinflattern, vielleicht auch mal so ein Vorstellungsvideo machen mit den Rädern, mit diesem Motor, die jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen alle vorgestellt werden. Das werde ich wahrscheinlich aus der, in Anführungszeichen, Konserve machen, euch ein paar Fotos zeigen, ein bisschen über die Räder sprechen. Wenn euch das interessiert, lasst bitte gerne auch einen Kommentar da. Haben wir ja so auch noch nie gemacht, quasi so eine trockene Vorstellung von irgendwelchen neuen Bikes, gerade wenn sie so speziell sind. Aber also ich bin gespannt drauf, auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin, wenn es euch auch so geht, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch wie immer ganz herzlich fürs Zuhören und Zugucken. Ja, der Bosch Performance CX Race. Spannender Motor. Bin mal gespannt, wo die Entwicklung weitergeht.
Ich schaue jetzt mal, ich bin schon zu spät zum Barbecue, außerdem wird es dunkel. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.